بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nun zum zweiten Teil. Wir haben darüber geredet, wir haben ganz klar bewiesen, dass der Koran ganz deutlich sagt, dass die Bibel verfälscht ist, dass Teile davon wahr sind, dass teilweise Licht und Rechtleitung da drin liegen, aber dass teilweise verkehrt ist. Das ist die islamische Position. Sicherlich ein strenggläubiger Christ wird da anderer Meinung sein, aber das ist unsere Position, das ist unser Glaube, damit das erstmal klargestellt ist. Jetzt wird natürlich jemand sagen, ein Argument dagegen, dass die Bibel verfälscht ist, ein Argument, was immer wieder benutzt wird, sind die sogenannten Qumran-Rollen. Dabei handelt es sich um Rollen, die gefunden wurden, Schriftrollen, Handschriftrollen, die gefunden wurden im Jahre 1947 in Qumran am Toten Meer, in einigen Höhlen. Und dies soll ein starkes Argument sein dafür, dass die Bibel nicht verfälscht ist. Ich habe beispielsweise schon mal mit einem Missionar geredet und ich habe ihn gefragt, gib mir ein rationales Argument, dass das Christentum die wahre Religion ist, die Wahrheit ist. Da meinte er zu mir, überleg mal, denk mal logisch nach. Im Jahre 1947 wurden in Qumran Rollen gefunden und das Buch Jesaja ist noch komplett vorhanden. Tatsächlich ist es so, dass in Qumran Schriftrollen gefunden wurden, die mit den heutigen Manuskripten fast übereinstimmen. Fast. Nur kleine Abweichungen gibt es da. Jetzt wollen wir mal analysieren, ob das ein rationales Argument ist, dass das Christentum die wahre Religion ist. Erstens, wenn ich sagen würde, wir haben irgendwo eine Höhle, dasselbe Beispiel jetzt, wir haben irgendwo in einer Höhle, übrigens diese Rollen sollen von vor 200 vor Christus sein, ja? Wenn ich sagen würde, ich habe irgendwo in einer Höhle eine Schriftrolle gefunden, das ist der Koran fast wie heute. Es gibt nur kleine Abweichungen. Was würde man dann sagen? Dann würde man sagen, ja, siehst du, der Koran ist gefälscht. Es gibt kleine Abweichungen. Subhanallah, aber im Fall der Bibel ist das ein Beweis, dass die Bibel unverfälscht ist. Da sagt man, guck mal, nur kleine Abweichungen, das heißt, die Bibel ist unverfälscht. Aber wenn man sagen würde, ach, wir haben ein Schriftstück gefunden, da gibt es kleine Abweichungen, dann sagt man so, siehst du, der Koran ist verfälscht. Ich gebe ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ungefähr vor 10, 20 Jahren hat man in Jemen in der Erde verbuddelt Korane gefunden, in Anführungsstrichen. Und dann kam ein großes Bohai. In diesem Koran gibt es kleine Abweichungen von dem Koran, den man heute hat. Das ist ein tödlicher Schlag für die Muslime, die immer gedacht haben, der Koran wäre unverfälscht. Jetzt zu der ganzen Geschichte. Wenn wir heute einen Koran finden, der nicht mit dem heutigen Koran übereinstimmt, und sei es auch nur ein Vers, was sagen wir dann? Dann sagen wir, es ist nicht der Koran. Ganz einfach. Das heißt, wenn du irgendwo in der Höhle was findest, was dem heutigen Koran widerspricht, wir haben einen Konsens. Es gibt Millionen von Menschen, die einen Isnad, eine Überlieferungskette zum Propheten zurückhaben, dass sie den Koran, der Lehrer, von dem Propheten gelehrt bekommen hat. Wir haben Manuskripte aus der Zeit von Uthman, der ungefähr 15 Jahre nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Macht kam als Khalif. Wir haben Manuskripte aus seiner Zeit, die genau mit dem Koran, den wir überall haben, übereinstimmt. Wir haben nicht einen Koran bei den Schiiten, der 121 Suren hat, und einen Koran bei den Sunniten, der 114 Suren hat, so wie die Katholiken 73 Bücher haben und die Protestanten 66 Bücher, sondern wir haben alle einen Koran mit 114 Suren. Alhamdulillah, keine Meinungsverschiedenheit. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit über einen Vers. Alhamdulillah. Jetzt sagt man ja, okay, was ist denn mit diesen Schriftrollen? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich habe eben schon gesagt, natürlich kann es sein, dass ich einen Koran schreibe und ich mache einen Fehler. Was wird mit dem Koran gemacht? Was machen die Muslime damit, wenn ein Koran zum Beispiel schreibe und ich schreibe ein Wort falsch? Was wird gemacht? Dann wird er genommen und wird verbrannt. Warum? Nicht, weil das Entehrung ist für den Koran, sondern weil es eine Ehre ist für den Rest von dem Koran. Warum?
Weil der muss vollständig zerstört werden. Weil du kannst ihn nicht in die Mülltonne werfen und da kommt ein Hund und pinkelt auf das, was noch von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Oder zweite Möglichkeit, es wird im Wasser aufgelöst. Oder dritte Möglichkeit, was noch? Es wird tief in die Erde eingebuddelt. Das ist das, was wir bei den Fuqaha, bei den islamischen Rechtsgelehrten finden. So jetzt, diese angeblichen Schriftrollen in Jemen, wer hat die gesehen? Hat die einer von uns gesehen? Wo sind die, wenn da angeblich Abweichungen sind? Erste Frage. Und zweitens, wo hat man die gefunden? Tief in der Erde eingebuddelt. Von daher müsste diese Sachen schon mal erklärt sein. Dann zweite Sache. Ich habe mit einem anderen Christen geredet. Er hat zu mir gesagt, guck mal, die sieben Apokryphen, an die die Katholiken glauben, die wurden in den Koranhöhlen nicht gefunden. Guck mal, ist das nicht ein Wunder? Das zeigt, dass unsere Bibel, das heißt, dass die Protestanten haben, genau richtig ist, wenn man diese sieben Bücher nicht gefunden hat. MashaAllah. Dann sage ich nur seltsamerweise, man hat aber auch bei den Qumran-Rollen Schriften gefunden, die überhaupt nicht zur Bibel gehören. Also müssen wir jetzt diese sagen, die Schriften, die trotzdem da gefunden wurden, die müssen ja dann auch zur Bibel gehören. Oder was ist das für eine Logik? Das heißt, ich sage, es ist ein Beweis, dass die Bibel, die sie haben, richtig ist, weil die sieben apokryphen Schriften nicht gefunden wurden, aber dafür würden viele andere Schriften gefunden, die nicht zur Bibel gehören. Weil wir haben schon gesagt, eine Fälschung wäre auch, dass man etwas wegnimmt, was dazugehört. Nächster Punkt, dritter Punkt. Er hat gesagt, die sieben apokryphen Schriften wurden nicht gefunden. Das ist ein Beweis, dass diese sieben apokryphen Schriften, an die die Protestanten nicht glauben, nicht zur Bibel gehören. Aber das Buch Esther, wo die Protestanten sagen, das gehört auch zur Bibel, wurde auch nicht gefunden. Warum sagt man nicht, aha, Fehler, Fälschung, weil das Buch Esther wurde nicht in den Qumran-Rollen gefunden. Versteht man das, das Beispiel? Das heißt, dann ist das ja auch eine Fälschung. Dann nächster Punkt, das war jetzt der dritte Punkt. Wenn wir etwas analysieren und wenn wir uns etwas betrachten, wir schauen immer, wie glaubwürdig sind die Leute, die uns etwas berichten. Wenn zum Beispiel der größte Lügner zu dir kommt und er sagt zu dir, hör mal, dein Haus ist am Brennen, dann sagst du ihm, ja, ja, alles klar. Wir kennen dich schon, du Mythoman. Wenn irgendein Verbrecher erzählt, also du hast einen Verbrecher gesehen, wie er irgendwo an einem Haus vorbeigegangen ist und im Haus wurde eingebracht in der Nacht, du hast ihn in der Nacht um das Haus schleichen gesehen, dann sagst du dir, nein, ich war das nicht. Und der ist bekannt als Verbrecher, würdest du ihm glauben? Nein. So, dann schauen wir, wer waren die Leute, die für die Ausgrabungen, für die Analysierung der Qumranen verantwortlich waren. Der erste Hauptverantwortliche dafür war ein gewisser Roland de Vaux, ein militanter nationalistischer Katholik. So, wird dieser militante Katholik sagen, ja, wir haben auch Abweichungen gefunden? Niemals, natürlich nicht. Dann, in dieser ganzen, das hat ja über 50 Jahre gedauert, bis es dann endgültig entschlüsselt war, oder ungefähr 40, 50 Jahre, in dieser ganzen Zeit sind total viele Leute entlassen worden. Warum? Und das findet man auch in diesem Buch, Verschlusssache Jesus, weil man wollte einen Konsens erreichen. Man wollte beweisen, schau, diese Schriften sind nicht verändert worden. Man wollte einen Konsens erreichen und die Leute, die gegen den Konsens waren, die wurden rausgeschmissen. Das war der fünfte Punkt. Sechster Punkt, andere Schriftrollen, die fast zur selben Zeit gefunden wurden, wie von Nag Hammadi, wurden viel schneller entschlüsselt. Warum hat es bei Qumran so lange gedauert? Alles Dinge, die sehr undurchsichtig sind. Dann nächster Punkt.